Hallo, ich bin Olga und ich möchte euch erzählen, warum ich bei der Trarec die Ausbildung begonnen habe. Circa vor 6 Jahren habe ich angefangen, mich mit Wertpapierhandel zu beschäftigen, habe da mit Aktien und ETFs begonnen, habe dann immer weiter versucht, in die Materie einzutauchen, weil ich das ziemlich interessant fand, habe mir dafür Bücher gekauft, und habe dann anschließend versucht, das Gelesene ein wenig umzusetzen. Da bin ich allerdings ein wenig gescheitert und das hat mich dann das erste Konto gekostet. Da habe ich dann gemerkt, da brauche ich einfach didaktische Anleitung und Betreuung. Auf dem Markt gibt es relativ viel, was man da so findet, allerdings nicht so, dass man irgendwie intensiv betreut wird. Durch Zufall ist mein Mann dann auf das Ausbildungsprogramm von Birger Schäfermeier gestoßen. Da gab es dann die Möglichkeit, über eine Kontoeröffnung bei einem Broker das Level 1 zu absolvieren. Das habe ich dann gemacht. Fand das dann für mich persönlich ziemlich gut, weil gut, im Level 1 ist es alles relativ... man kratzt an der Oberfläche, aber man hat den Überblick über die komplette Produktpalette bei der Trarec. Das finde ich halt auch total gut, weil man dann auch sieht, wie das Team arbeitet und wie sie ihre Ausbildung aufbauen. Ich finde an sich, dass das Trarec-Team sich sehr viel Gedanken dazu macht, wie sie etwas aufbauen, wie sie die Lerneinheiten gestalten, ohne dass sich der Teilnehmer überfrachtet fühlt. Aber auch nicht zu wenig, dass der Teilnehmer halt auch etwas umsetzen kann und ein paar Erfolgserlebnisse feiern kann. Und das fand ich persönlich sehr gut. Also so etwas in der Qualität habe ich bisher noch nicht gefunden. Genau, dann nach dem Level 1 war es klar für mich, dass ich Level 2 buche, weil das da natürlich die Level 1 Inhalte vertiefen sollte. So war es dann auch. Im Level 2, da war es dann viel detaillierter, viel ausgefeilter, die ganzen Lerneinheiten waren sehr Schritt für Schritt mäßig aufgebaut. Es gab sehr konkrete Regeln, es gibt auch wirklich Checklisten, es gibt natürlich auch Regeln, die sind etwas weicher gestaltet, aber da muss sich auch jeder ein wenig selber finden, was zu ihm passt. Und genau diese Philosophie lebt die Trarec und das war für mich persönlich genau das Richtige. Und genau, dann gab es noch die Möglichkeit, an einem Mentor-Monitoring-Programm teilzunehmen. Das war die Intensivbetreuung von den einzelnen Teilnehmern in Bezug auf die Trades. Das heißt, im Level 2 selbst bekommt man Wissensbetreuung oder theoretische Betreuung und in Mentor-Monitoring-Programm die praktische Anleitung und die praktische Betreuung. Da hast du nämlich die Möglichkeit, deine Trades zu dokumentieren und einzuschicken und du bekommst die kommentiert zurück. Und dann bekommt man immer ein Gefühl dafür, ob man jetzt einen guten Trade gemacht hat oder einen schlechten Trade und so mit der Zeit bekommt man insgesamt ein Gefühl dafür, was für einen selbst passt oder nicht. Genau, und das fand ich auch super, weil auch am Ende gab es dann noch 3 Live-Trading-Tage, da konnte man Gleichgesinnte treffen, da hat man sich bei der Trarec selbst im Büro getroffen, konnte einen anderen Teilnehmer treffen und kennenlernen. Das fand ich auch super, da, weil man so im Alltag normalerweise niemanden kennt, der das Gleiche macht oder die gleichen Interessen hat in Bezug auf Börsenhandel oder Daytrading. Da fand ich es halt schon sehr cool, dass man einfach Leute getroffen hat, die die gleiche verrückte Geschichte durchmachen. Genau, das unterstützt dann einen sozusagen bei der Idee, das weiterzumachen. Ja, so kann ich eigentlich im Großen und Ganzen sagen, dass das genau das Richtige für mich war und ich werde auch immer weitermachen und habe das Level 3 auch schon gebucht.